Gute meine Freunde und willkommen zu Legions of Steel. Das Spiel ist heute auf Steam rausgekommen und wir werden jetzt gemeinsam reinschnuppern. Eigentlich hatte ich auch eine Preview-Version, das heißt, ich hätte schon Anfang der Woche euch das Spiel zeigen können oder wollte das auch tun, aber meine Grafikkarte ist verreckt, als ich versucht habe aufzunehmen und jetzt muss ich warten, bis ein Ersatzteil hier ist. Und jetzt sitze ich hier also zum zweiten Mal und werde versuchen aufzunehmen. Worum geht's in dem Spiel? Legions of Steel ist eigentlich ein Rundenstrategiespiel, wie man es kennt. Allerdings spielt es sich ein bisschen dynamischer als andere Ableger dieses Genre und die Rahmenhandlung dreht sich um die Menschen, die versuchen zusammen mit den Aliens das Universum vor den bösen Maschinen zu retten. Also erinnert so ein bisschen an Terminator, jetzt abgesehen von den Aliens, aber ja, so ungefähr diese Richtung. Interessantes Konzept in dem Spiel, was es sehr spannend macht, muss ich sagen, ist das One-Shot-One-Kill-Prinzip. Das heißt, wenn ich einmal getroffen werde oder ein Charakter einmal getroffen wird, dann stirbt ja, und genauso verhält es sich auch bei den Gegnern. Das macht es tatsächlich ein bisschen kniffelig. Doch mehr dazu gibt es dann gleich, wenn wir uns in-game wiedersehen. So, jetzt sind wir im Kampagnenauswahlbildschirm. Wir nehmen die Kampagne Earth Dogs Die Hard. Das ist die richtige Kampagne. Links haben wir die Tutorial-Kampagne. Die habe ich soweit durch. Die müssen wir uns nicht mal antun. Und dann starten wir auch erstmal fröhlich. Wir starten natürlich mit der ersten Mission. Und schauen uns gleich mal hier den Missionsbildschirm an. So, okay, was ist unsere Aufgabe? Wir sollen in eine Fabrik der Maschinen und sollen anfangen, den Komplex zu sabotieren und vor allem auch die Produktionsstätten. Ich nehme mal an, entweder produzieren die sich hier selbst oder Munition oder irgendwas in der Form. Auf jeden Fall will man sie wahrscheinlich für den Krieg schwächen. Und ja, das heißt, wir werden mit unserem Squad versuchen, den Gegner hier natürlich zu bekämpfen und ich nehme mal an, in diesem Bereich hier zu sabotieren. Genau, hier steht es, die Kommandos müssen die Terminals zerstören. Ja, dann schauen wir doch mal, was jetzt so passiert, wenn wir das einfach mal starten. Ich muss sagen, das Interface, was wir gleich in-game haben, das sieht schon extrem danach aus, als würde das Spiel auch fürs Tablet rauskommen, also für Mobile Devices. Diese riesigen Buttons hier und auch später im Interface. Ja, wir werden es gleich sehen. So, das klicke ich mal weg. Was kommt jetzt noch? Kommandos, Units enter via the entry point at will. Okay, for Nightmares. Achso, Nightmares sind die Maschinen, so heißen die irgendwie. Ah, deployed at the start of the scenario. Other units may enter via entry points at will. Okay, bedeutet also, wir haben schon vier Feinde hier vor Ort. Das ist wichtig zu wissen, weil one shot, one kill, man darf es nicht vergessen. Und es können Einheiten nachkommen. So, jetzt wird ausgewürfelt, wer anfangen darf. Das sieht so aus, als dürften die Maschinen anfangen hier. So, jetzt bin ich dran. Muss ich erstmal hier meine Kommandos aufs Feld holen. Da habe ich hier den Sergeant und den Corporal. Beide geben ihren Einheiten die im Umkreis irgendwie so einen Führungsbonus. Das heißt, ich werde zwei Teams machen. Eins wird vom Sergeant geführt, eins vom Corporal. Also zwei Fireteams sozusagen. Und dann jeweils zwei Trooper und einmal ein Heavy Weapon. Dann haben wir das symmetrisch aufgeteilt. So, dann holen wir erstmal den Sergeant rein. Hier unten dieser Button, da kann ich jetzt die Bewegung angeben oder die Bewegungsform. Static, dann kann sich die Einheit gar nicht mehr bewegen, hat aber einen Genauigkeitsbonus beim Schießen. Bei Walk bewegt sich die Einheit weiter, braucht aber für Aktionen, wie zum Beispiel Türen öffnen, weniger Punkte. Ne, Quatsch, das war bei Run. So, bei Run bewegt sie sich weiter als bei Walk, genau. Bei Walk brauche ich aber weniger Bewegungspunkte oder Aktionspunkte, um zum Beispiel Türen zu öffnen oder sowas. Na, also Walk, wenn ich jetzt irgendwie noch Türen aufmachen will und so weiter, ist das vielleicht besser. Run ist tatsächlich, da kann ich größere Strecken überbrücken. Hier diese Punkte, die sind dynamisch, also wenn ich hier auf Walk stelle, dann habe ich nur 4 Punkte insgesamt, brauche aber weniger zum Beispiel, um Türen zu öffnen, während ich hier 8 Punkte habe, die ich für die Bewegung einsetzen kann, aber dann zum Beispiel auch 2 Punkte brauche, um eine Tür zu öffnen. So, das zu dem Konzept. So, jetzt will ich aber ein bisschen Strecke machen, damit wir hier genug Platz haben gleich. Deswegen bewegen wir uns jetzt erstmal in die Richtung. Stellen uns hier schon mal auf. Ah, ich habe nicht mehr genügend Bewegungspunkte, um mich zu drehen. Oder? Ah, nee, wir machen das nochmal rückgängig mit dem Zug. Moment. Und dann kann ich ihm auch sagen, dass er sich nicht umdrehen darf. Ah, nee, dann kann ich nicht seitwärts rennen. Ah, okay, seitwärts rennen kann ich nicht. Ja, zu dem Lock hier von der Bewegung kommen wir auch später nochmal. Dann machen wir es erstmal so. Oder das Sperren des Drehens, das war das.
sage ich gleich noch was dazu. Das hat was mit in Deckung gehen beim Feuergefecht zu tun. Das war der Corporal. Als nächstes brauche ich wen? Den Trooper. Packen wir hier auch nochmal hin. So, und dann habe ich... Fehlt mir quasi ein Trooper, aber das ist nicht so schlimm. Und dann beenden wir mal den Zug hier. Das habe ich noch nicht ganz verstanden hier. Leadership Points. Okay. Ich glaube, jetzt wird nochmal ausgewürfelt, wer anfangen darf mit dem eigentlichen Gefecht. Ich glaube, das ist eben nur die Aufstellungsphase. Keine Ahnung. Könnte jedenfalls sein. So, okay. Wir müssen hier oben hin. Da sind auch schon Gegner. Hier sind gerade Gegner reingekommen. Die werden mir wahrscheinlich irgendwie hier entgegenkommen. Ja gut, die brauchen ein bisschen, bis sie hier sind. Das heißt, ich könnte eigentlich versuchen, ein bisschen Strecke zu machen. Ich glaube, ich werde mit einem Team einfach hier lang gehen und mit einem hier. Ja, das könnten wir probieren. Gut, dann machen wir das. Mache ich doch mal mit meinem Boy hier die Tür auf. So, und blockiere die natürlich auch. Oh Mann. Aber man kann auch an Kameraden vorbeischießen. Das geht. Allerdings hat man dann ein Genauigkeits-Mali. So. Pass mal auf hier. Das heißt, wir haben jetzt im Moment noch ein gespiegeltes Setup. Einen Trooper hole ich noch rein, genau. Und zwar hier hin. Und dann weiter. Ja, da kommen die nächsten Maschinen. Angesteppt. Das mit den Leadership Points habe ich noch nicht verstanden. Das habe ich noch nicht ganz nachvollzogen. Aber gut. Müsste ich eventuell mal nachlesen. Aber dazu war ich gerade zu faul. Ich will eigentlich zu der Tür hier schon. Kann ich hier aufmachen? Ah, fuck, dann kann ich mich aber nicht mehr umdrehen. Hätte ich vielleicht mit jemand anderem aufmachen sollen. Stehe ich hier quasi so, dass man mich von der Seite erwischen könnte, ohne dass ich zurückschießen kann. Das ist natürlich suboptimal, aber gut, ich glaube nicht, dass sie in einem Zug hierher kommen, von daher ist okay. Oh nein, jetzt habe ich die Tür zugemacht. Das wollte ich nicht. Ich glaube, ich gehe hier lang. Und dann drehe ich mich nochmal hier hin. Ich könnte die Tür auch einfach aufschießen. Machen wir das einfach mal so. Was soll's? Okay, sehr gut. Dieses rote Symbol bedeutet, dass die Einheiten noch nicht geschossen haben in dem Zug. Und das bedeutet, wenn jetzt in der Phase des Gegners ein Gegner in mein Schussfeld läuft, dann schießen meine Einheiten zuerst und automatisch auf ihn. Sind die quasi in so einem Bereitschaftsmodus. Das mal so nebenbei. Ja, nächster Zug. Gucken wir mal. Oh, das werden ja immer mehr. Was soll das denn? Ich habe auch nur 14 Züge Zeit, sehe ich gerade. Oh, 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 oh. Oh, da kommt der erste Feindkontakt auf mich zu. Ah, ich glaube, es wird nach jedem... Wenn beide dran waren, wird nochmal neu gewürfelt, wer die Initiative bekommt. Ah, okay. Das ist nicht schlecht zu wissen. So, jetzt bin ich dran. Okay. Ja, wenn ich jetzt hier hinlaufe, kann ich mein... Das funktioniert nicht. Ich glaube, ich fange die einfach hier ab, wenn die jetzt hier sowieso herkommen. Warum nicht? Dann drehen wir uns einfach mal so in die Richtung hier. Hm.
Und hier auch nochmal. So, da hätte ich mich eigentlich gerne noch umgedreht, um in die Richtung zu schauen, aber dann fange ich die hier einfach ab und hier laufe ich weiter, weil hier komme ich ja, glaube ich, ganz gut durch, so wie das aussieht. Ah, dann machen wir hier mal ein bisschen Tempo jetzt. Run, Bitch, run! Okay, kannst du dich noch umdrehen? Wahrscheinlich nicht oft genug. Hm, Mist, okay. Gut, mal gucken, ob die Maschinen uns entgegenkommen. Weil vielleicht komme ich ja auch noch ein bisschen weiter, wenn ich die Initiative an mich reiße. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum ich da irgendwas auswählen muss am Anfang. Naja, gut. Solange ich die Initiative kriege, ist alles gut. Ich mal so behaupten. Würde ich sagen. Da geht's weiter. Den lassen wir mal hier. Vielleicht können wir hier auch nochmal was abfangen. Ah, ich hätte rennen können. Hm. Mal nochmal rückgängig. So. Ah, das ist mein Heavy Weapon Boy, glaube ich, oder? Ne, ist ein Trooper. Dort schon, dass die langsamer wären als die anderen. So, kommt mir jetzt gleich was entgegen. Das wäre die Frage. Ja, okay. Der wartet da oben auf mich. Kann auch sein, dass ich einfach einen Vorteil habe, dadurch, dass ich meine Kommandanten hier im Feld habe. Dass die mir irgendwie in dieser Initiative einen Vorteil bieten. Das kann natürlich sein. So, ich bringe ihn schon mal so in Stellung. Dann können wir ihn nämlich gleich in die richtige Position bringen, um Feinde anzugreifen. Dann kann ich hier nämlich aus der Deckung rausspringen und schießen. Das ist zumindest mein Plan. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu spät, dass ich mich hier begeben habe. Aber wir stellen mal unseren Heavy Weapon Boy hier noch hin. Der uns eventuell unterstützen kann. Ja, okay, das ist jetzt natürlich doof, dass da der Gegner ist. Frage ist, kommen die jetzt hier rein? Okay. Das sind alles Felder, wo der mich sehen kann, aber der hat minus 2 als Mali hier, wahrscheinlich weil er sich bewegt hat. Das heißt, es könnte sein, dass er daneben schießt. Das ist halt die Frage. Hm. Entschuldigung für den kurzen Cut und wir sind zurück. Ja, hm. Das ist jetzt komisch. Was mache ich? Wenn ich da jetzt reinlaufe, werde ich wahrscheinlich krepieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Lass ich ihn kommen, aber ich muss mich eigentlich auch wieder beeilen. Habe ich irgendwie Granaten oder sowas? Ist das eine Möglichkeit? Grenade. Okay. Steht auf jeden Fall irgendwas mit Granate. Frage ist, wie ich die... Ah! Automatic Fire, Suppression Fire. Aha! Werfen wir doch mal. Fang. Sehr gut, erwischt. Easy. Easy. Dann glaube ich, ist es leichter, hier oben lang zu gehen. Dann kann ich die nämlich flankieren. Dann werde ich das auch tun.
drehen wir uns hier nochmal zur Seite. Ah, okay. Der ist noch nicht tot hier, der ist nur gefangen. Aber jetzt haben wir ihn, glaube ich, terminiert. So, ihn hier nachziehen. Gut, die Wand treffen wir wahrscheinlich, oder die Tür treffen wir wahrscheinlich gerade nicht. Okay, Zug beenden. Maschinen sind dran. Oh, da kommt schon wieder Nachschub. Der ist nah dran. Oh nein, daneben geschossen. Oh, er auch. Oh nein, da hat er gerade den Sergeant getötet. Was ist denn los? Warum schießt ihr alle daneben? Was soll das? Hä, warum lebt er noch? Ich dachte, das wäre hier One-Shot, One-Kill. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ja, okay. Also diese Punkte liegen wohl an den Kommandos, die ich habe, an den guten. Jetzt haben sie natürlich den Sergeant getroffen. Das war jetzt doof. Den sollte man vielleicht doch nicht vorne weglaufen lassen. Ja, genau. Also beide Jungs, die werden da unten halt gerade mal massakriert, ne? Die blockieren sich da gerade gegenseitig. Das ist gut. Hm. 50% Chance. Okay. Dann glaube ich, laufe ich mal in Deckung. Und jetzt mache ich diesen Face-Lock. Dann bin ich nämlich quasi, gucke ich weiter nach vorne. Bei, ja doch, machen wir mal so. Und dann dreht er sich nicht automatisch, das ist das Gute. So, jetzt machen wir jetzt hier auch nochmal. Schießen. Und springen wieder zurück. So. Jetzt haben wir es wieder einigermaßen ausgeglichen hier. Wie sieht das aus hier oben? Soweit ganz gut. Tür öffnen. Und dann durch hier. Wobei, ah ne, doch. Wobei, ich glaube, ich lasse jetzt meinen Corporal mal hinten. Und lasse den Burschen hier mal vorgehen. Stellen wir auch noch auf Rennen. Ziehen wir mal nach hier. Okay. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also die Kämpfe sind doch recht anspruchsvoll, muss ich sagen. Ah, ich habe Initiative gewonnen gerade. Nein, möchte ich nicht auf... Nein, um Gottes Willen. Huch, wie beende ich das? Das will ich nicht. So. Probieren wir es nochmal so. Ne, geht auch nicht. Okay. Und wenn ich das hier probiere. Ist das so eine Wand, durch die man nicht durch kann? Ah, okay. Da habe ich sie gerade blockiert. Sehr gut. Kann die zurück. Er kann sich mal hier hinstellen. Und dann sieht er auch, wenn die hier durchkommen, kann er dann nämlich gleich schießen. Ja, das ist schlau. Das very smart tactics. Das bringt jetzt nichts, ob ich laufe oder renne. Ja, doch ein bisschen. Wie ist der denn so langsam, der Bursche? Okay.
Sehr gut. Wir kommen dem Terminal immer näher. Auch wenn wir schwere Verluste hinnehmen mussten. Oh, es kommt als noch was. Was soll das denn? Okay. So, die Wand hat die jetzt nicht wirklich aufgehalten hier. Ja, lassen wir so kommen. Hier bleiben wir in der Defensive. Hier geht's weiter. Run! Run, Bitch, run! So, okay. Oh, hier fällt uns, glaube ich, bald was in den Rücken, wenn es so weitergeht. Ah, ich habe noch in Sicht. Ja. Die versuchen uns in den Rücken zu fallen. Was machen die denn? Gerade eine Granate geworfen? Glück gehabt. Hoffentlich kriegen die jetzt nicht die Initiative. Nein, kriegen sie nicht. Sehr gut. Dann erschießen wir den auch noch. 80% Hit. Jawohl. Dann gehst du in Deckung, mein Lieber. Der andere kommt hin. Okay, sehr gut. Hier fällt uns gleich was in den Rücken, deswegen drehen wir uns mal um. Tür öffnen. Ein da. Oh, bin ich mal gespannt. Ist da gleich ein Feind entgegenrennt, den wir wegpulen können. So, okay. Hoffentlich kommt er uns jetzt hinterhergelaufen. Oh, wie viele Gegner kommen denn da noch? Oh, der Rauch hat ihn gerettet. Aber ich gewinne immer noch die Initiative. Das ist ganz gut. Miss. Oh. Nix gut. Hab ich noch irgendwas, was ich. Na, so. Okay, da sind wir in Deckung gegangen. Da wollen sie die Tür nicht aufmachen. Schon. Dann schießen wir die Tür einfach auf. Oh, ja, genau. Okay. Da haben sie aufgepasst. Puh. Schießen die aus allen Richtungen. Das finde ich nicht gut. Das ist so nochmal. Ich glaube, das war ein Fehler. Die Tür hätte ich nicht wegschießen sollen. Da war ich zu gierig. Oh je, oh je, oh je. Hat der ein Glück, Mann? Never mind. Boah, die sprinten aber auch. Aber dann treffen sie nichts mehr. Da wurde ich jetzt gerade ausgelöscht. Ich glaube, das war's so ziemlich. Ich glaube, ich habe verkackt. Oh. Ja, also.
einfach ist das Spiel auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, diese Mission habe ich fachmännisch in den Sand gesetzt, also habe ich mich da ein bisschen verschätzt. Ja, hinten raus, am Anfang dachte ich so ein bisschen langweilig, aber hinten raus wurde es doch recht knackig, ne? Ja, ich glaube, das reicht erstmal für den ersten Einblick und damit würde ich sagen, zurück ins Studio und ich sage, bis denne.